Hallo, lebt ihr noch? Ja, ich hoffe es, Mann. Ich hoffe, die Hitze hat euch nicht geschmolzen, weil irgendwie sinken die Zuschauerzahlen und ich habe das Gefühl, dass die Sonne dran schuld ist. Dass alle schmelzen oder in Urlaub fahren. Ah, viele sind von euch wahrscheinlich in den Urlaub gefahren, ne? Sommer ist ja so die Zeit, wo man in den Urlaub fährt, ne? Außer ich war lange nicht mehr im Urlaub, ey. Ich sollte mal echt mal in den Urlaub fahren. So, warum wird das jetzt hier nicht erkannt, dass die Fensteraufnahme hier? Wieso wirst du nicht erkannt? Eigenschaften? Ja, du sollst das nehmen, aber... Oh Gott, was ist denn hier los? Wartet, einen Moment bitte, einen Moment. So, großziehen. Bäp. Jetzt wird's erkannt und wir gehen raten. Warte mal. Und wir kriegen die Nummer 4. Oh, das hatten wir. Judas! Oh, schön, endlich mal 9. So, das jetzt weg. Ich habe heute geschlafen. Es war schön, heute Nacht hat gewittert, ne? Das war schön, aber auch gruselig. Bei uns ist es... Ich muss es mal filmen, weil das ist echt so, als würde ein Poltergeist hier wohnen. So, 1, 2, 3, 4 war das, ne? Ja. Judas, ich hoffe, du bist nicht unser Ende. Es war richtig gruselig. Am Ende, alle Türen haben heute so gewackelt, zugeschlagen und ich bin dann nachts aufgestanden. Ich habe die Balkontür offen gelassen und wollte sie dann zumachen, weil es dann doch zu heftig wurde. Und dann stand hier diese Lampe, diese große Lampe und ich dachte, ah, Slenderman! Aber war es nicht. Und es war auf jeden Fall sehr gruselig. Und ich hätte das mal filmen müssen. Ich muss allgemein alles filmen. Und heute, ich habe übrigens eine neue Mütze jetzt, ein paar sind jetzt endlich angekommen, die Post hat eigentlich aufgehört zu streiken, also aufgehört, weiß nicht, aber auf jeden Fall haben sie sich endlich mal entschieden, mir was zu bringen, etwas, was ich bestellt habe. Ein paar Cappies von EMP und Sweatjacken, passend zum Wetter, was? und ja, auf jeden Fall muss ich aber noch die Frisur schneiden, stützen, weil es sieht echt kacke aus und ich glaube, wenn die Frisur ein bisschen platter ist und so, dann haben wir auch schon... Oh, fuck, aber der kann uns nicht kein Herzchen geben, das geht nicht. Ach, scheiße, wir haben Damage Down und Shot Speed Up. Verdammt doch mal, die Spritze ist nie gut, was? Immer, wenn ich sie mitnehme. Gut, die Spritze nehme ich nie wieder mit, das hast du nun davon. So. Auf jeden Fall, ja, werde ich auch gleich zum Friseur gehen, soll ich auch mitnehmen. Aber ich kann nicht draußen filmen, das ist... Das geht nicht. Ich bin schüchtern. Ah. So. Das nehme ich nicht mit, so. Ich kann es ja heimlich so, weißt du? Wenn wir gucken und dann, wenn sie schneidet, sieht sie die Kamera und ich sag, das ist alles normal, ich bin ein YouTuber. So. Komm her, mein Süßer. Verdammt nochmal, das ist so ein Mistvieh, das die ganze Zeit solche Spinnen spawnt. Stirb endlich. Ich muss den Sound mal leiser machen, ist ziemlich laut gerade. Und spawnt mal eine Bombe. Oh, warte mal, wir haben ein rotes Herzchen dazu bekommen, sehr schön. Wenn ihr jetzt ein rotes Herzchen spawnt, das wäre auch super. Oder eine Bombe, wäre auch super. Das sind so viele super Sachen. Gebt mir eine super Sache, bitte. Eine Münze. Das ist eine super Sache, aber eine keine mega gute Sache. Pin! Oh, zum Glück. Ich hätte jetzt keinen Bock bei dem Wetter auf Hound. Wenn ich mal ehrlich bin. So. Okay. Ansonsten habe ich heute auf Lieferheld, die twittern ja mal so, hey, Gutschein gewinnen. Und ich habe heute auch was getwittert. Ich will einen Gutschein gewinnen. Ich habe getwittert, passt auf, guck mal, wie witzig ich war. Ah, wir können nicht in den Zacki-Zacki-Raum, schade. Wir könnten rein, aber vielleicht ist da schwarze Herzchen. Wir können es riskieren, aber dann ist alles weg. Deswegen lassen wir es. Ich habe geschrieben, also die Frage war, wie kühlt ihr euch bei diesem Wetter ab? Dann gewinnt ein 25% Hitze-Gutschein, bob, bob, bob. Und ich habe geschrieben, ja, ich will mir aus Gutschein ein Fächer basteln. Auch wenn die Gutscheine online sind und so. Also, gib mir welche. Das war doch voll witzig. Und wir haben wieder eine Ebene. Das ist gut, ne? Wir haben wieder eine Ebene. Warte, Olli. Wie kommst du da drauf? Ja. Und ich will jetzt... Mir fehlen noch ein paar, also gib mal. Bisschen aufdringlich, was? Aber hey. Humor mit Aufdringlichkeit, das ist doch perfekt. Ey, du da unten. Der könnte mich gleich umbringen, das wäre nicht so gut. Alter, hätte ich diese blöde Spritze nicht genommen. Yo, danke. Hätte ich diese blöde Spritze nicht genommen. Abstand halten vor dem Penner. So, ich habe ein bisschen Panik jetzt gerade mit Judas. Judas, das ist so typisch, weißt du? Ich freue mich auf einen Haken und sterbe dann mit ihm. Das ist so typisch. Das wäre wieder typisch Kolikowski. Alter, wie viele der von denen spawnt, ne? Danke. Dass du auch keinen Bock auf die hast. Ah, Handy vibriert. Wer denkt wieder an mich? So. Machen wir den mal kaputt jetzt. Jawohl, ein super Space-Item.
Na, für einmal einsetzen, um einen blauen Stein freizukriegen. Das wäre super. Das kriegen wir ja. Leider kein... Ich hätte gerne auch ein rotes Herzchen, dann verzichte ich... Ne, wir kriegen ja so oder so den Devil Deal. Oh, warte mal. Vielleicht ist da ein rotes Herzchen drin. Yes! Sehr schön. Wir haben ja Book of Belial, deswegen ist das scheißegal, Mann. Wir kriegen so oder so Devil Deals. Und jetzt sind wir geschützt. I like this, man. Jetzt noch ein gutes Item im Itemraum und dann ist das eine gute Sache. Vielleicht ein bisschen Damage haben. Verdammt nochmal, diese blöde gelbe Spritze. Ah, ich nehme sie nur noch, wenn wir kaum Damage haben und ganz viel Shotspeed haben. Ich glaube, dann sollte es vielleicht ein bisschen Damage machen. Oder Tears Up, auch gut. Oh, das wäre jetzt gut, ne? Hier so. Oh Gott. Health Down wäre jetzt mega gut und hier dann sterben. Das wäre so typisch. Typisch wieder. Da hätte ich schon fast mein Buch aus Instinkt eingesetzt. Und, jawohl, sehr schön. So. Sister Maggie, komm schon, schon wieder hier? Mein Gott, der Run wiederholt sich wieder, hä? Ja? Ah, was ich noch sagen wollte, viele von euch posten schon so kleine Bilder von Pin-Up Eve. Das finde ich richtig süß, aber mein Pin-Up Girl soll, also ich will, die meisten sehen sexy aus, ja, aber ich will, dass sie noch so ein bisschen dämonisch aussieht. Also die soll diese Hörner haben, diesen Whore of Babylon-Effekt soll sie schon haben als Pin-Up Girl. Ja, so stelle ich mir das Pin-Up vor. Wir könnten uns reinspringen und den Schlüssel sparen, was wir jetzt auch tun. Lass mal machen. Vielleicht kriegen wir ein blaues Herzchen, da sind wir voll safe. Dann sind wir hundertprozentig auf der sicheren Seite. Yo, mitnehmen. Eine Pille im Angebot. Bad Trip. I can see forever. Nice. Geheimraum hier? Jawohl. Und schwarzes Herzchen. Perfekt. Boah, ist das warm. Jetzt schwitze ich gerade, aber ich mag das Wetter. Ich mag es echt. Irgendwie ist das geil. Geile Stimmung. Es fühlt sich geil an einfach. Man hat doch weniger Lust zu essen. Weißt du, optimal, um abzunehmen, habe ich das Gefühl. Weißt du, kein Bock auf Essen. Auf geht's, Mann. Aber wie warm ist es jetzt wohl im Fitnessstudio? Oh mein Gott. Muss ich auch mal hin. Oh yes, damage up. This is the shizzle I need. Judas, Chef, fuck. Ja, mitten im Abkratzen, ne? Ich hätte das schwarze Herz nicht mitnehmen dürfen. So. Dann bekommen wir die doppelte Damage, kommen wir zurück. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kurz überlegt, aber der Devil Deal bleibt ja offen, weil wir sterben jetzt und starten beim Boss. Ja, aber der bleibt ja offen dank dem Book of Belial. Deswegen ist es immer schlau, sich dann außerhalb zu töten. Hier so, weil dann wird man in den Devil Deal reingespawnt. So kleine Tipps, ne, weil ich gelesen habe, einige lernen auch wirklich aus meinen Isaac Parts. Wir sehen ziemlich geil aus, irgendwie so ein... Wir sehen krank aus. Wir haben Windpocken. Ah! Renn weg, ist ansteckend. Ich mach das mal. Für ein blaues Herzchen, sehr schön. Habe ich drauf gehofft, ein bisschen. Au, fuck. So. Auf Wiedersehen. Übrigens habe ich jetzt unten mal die richtige Seite verlinkt mit der, na, wie heißt das? Mit der Umfrage, die ich machen wollte, was wir so bei World of Nerds spielen sollen. So, komm her. Autschi, dautschi, fuck. Die machen mich voll fertig, voll gemein. Bisschen peinlich schon, ne? So, jetzt aber Concentration Masturbation. Ich wollte eigentlich da rein. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt geht's natürlich nicht mehr. So, ja. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn es einige begabte Zeichner unter euch gibt, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so ein Logo zeichnen wollen. Gibt's gute Zeichner unter euch? Ich weiß nicht, wie ich euch dann danken soll. Geld ist immer so eine Sache für ein Tattoo, was ich mich stechen lasse. Das ist ja schon eher Ehre genug, oder? Ich meine, ich verdiene ja kein Geld mit dem Tattoo dann. Ne, nicht, dass es hier wieder heißt, oh, wie GLP hier so, bob, bob, bob oder sowas. Nicht, dass ich da auch dann reinrutsche, nein, nein. Ich find's gut, wenn Leute auch da irgendwie was reinschreiben, von wem das ist und sowas, klar. Aber ich lass mal dieses Ding liegen. Mit Shotspeed Up ist es echt unglaublich kacke. Also wenn es da wirklich Leute gibt, die ungefähr was zeichnen können, es soll irgendwie so Pin-Up, aber es soll so sinnlich aussehen. Nicht so irgendwie, oh, ich bin die Eve. Sondern so, vielleicht sogar eine Brustwarze. Hm? Weißt du, so leicht und die soll so einen Schleier tragen oder sowas, keine Ahnung. Ne, Brustwarzen-Tattoos sind immer doof. Aber das ist dann noch verlockender, weißt du, weil die Whore of Babylon ist. Und die soll auf jeden Fall diesen Huren-Effekt haben. Und Tränen soll hier runterfließen. So, ja, und die soll da so stehen, keine Ahnung, so wegguckend. Mm, so stelle ich mir das vor. Und dann hier... Ah, das wär's doch, Mann. Finde ich ziemlich geil. Ach ja, Pin-Up. Was heißt Pin-Up, Girl? Heißt, ich hab mich jetzt... Ich bin, Pin-Up... Pin-Up, Girl... Ist das eine besondere Art von Tattoo? Ich dachte, Pin-Up Girl ist immer einfach nur ein Mädchen, aber ist immer eine besondere Art, ne? Verdammt nochmal, da bin ich großer Tattoo-Fan und kenne mich bei dieser Sache nicht aus. Ich Idiot. So.
Sagen wir, es soll kein Pin-Up-Girl-Eve sein, sondern einfach ein sinnliches Eve-Girl sein. Sagen wir es mal so. Auf Wiedersehen. Danke für die Batterie. So. Auf jeden Fall bin ich für Vorschläge sehr dankbar, wenn es da irgendwelche geben sollte. Ich habe das Gefühl, der Itemraum befindet sich irgendwo da ganz am Anfang, was? Ich weiß auch nicht, wieso. So. Okay, sehr schön. Auch wenn wir heute eigentlich mit Eden spielen wollten. Aber ich fand die Idee sehr gut, dass ich am Abend vielleicht immer so Eden-Bonus-Runs mache. Ich weiß, ich sag schon die ganze Zeit, dass ich Bonus-Runs machen will. Aber ich habe immer Angst, dass Leute dann zu viel davon haben. Aber so würden wir auch mit dem Winstreak weiter vorankommen, der ja besser ist als im Livestream, leider. Aber man kann sich auch voll konzentrieren auf das Spiel. Ich muss nicht immer weggucken oder so. Deswegen, wenn ich sterbe, seid ihr schuld. Hundertprozentig. So. Münzen, okay. Eine Münze fehlt aber noch, um da reinzugucken. In den Shop, damit es sich überhaupt lohnt. So, schauen wir mal, was wir jetzt bekommen. Boah. Säumilk wäre jetzt mega gut. Aber leider haben wir jetzt natürlich auch den Effekt beim Devil Deal. Und ich hoffe einfach mal, dass im Devil Deal einfach Campus auf uns wartet. Was ist das? Mr. Boom? Ne, nochmal das Buch? Komm schon! Ich hab schon mal aufgehoben. Wieso spawnt es nochmal? Voll nervig, ne? Items verschwinden gar nicht, wenn man die aufgehoben hat, hier in dieser Version. So. Na, ich wollte mich hier reinspringen, geht aber nicht. Ich dachte, da ist vielleicht der Geheimraum. So. Also einfach an per Twitter dann an mich schicken, ne? Solche Pin-Up-Girl-Ideen und so. Blaues Herzchen, sehr schön. Vielleicht haben wir hier was. Nee. Keine Münze, aber vielleicht hier, vielleicht. Komm schon, ein blaues Kätzchen hätte ich gerne. Eins nur. Bitte. Und ein HP-Upgrade für den Devil Deal wäre auch mega geil. Nein, das ist ein HP-Upgrade, ja, aber beim Boss will ich ein richtiges HP-Upgrade bekommen. Kein HP-Upgrade-Füllungen. Verstehst du mich, Isaac? So, sehr schön. Jetzt haben wir Money. So viel Money und Geheimraum. Jawohl, wohl. Na, wir kriegen eine Bombe dazu, okay. Gut. Boah, wisst ihr was? Ich bin faul. Ich bin so faul. Bei dem Wetter darf man das aber. Gott, ich würde sterben, würde ich nochmal den ganzen Weg gehen. Und nimm mit. Sehr schön. So, die Pille lasse ich liegen, bevor es wieder irgendwie so eine Health-Down-Pille ist oder so. Wobei, das würde ja dann Health-Up werden. Aber es könnte eine Bad-Trip-Pille sein. Da habe ich jetzt keinen Turn drauf. Book of Belial. Let's do this shit. Sehr schön. Wow, verdammt sind wir langsam. Na, mit dem Devil Deal wird das nichts, ne? Wenn da jetzt nicht Campus drin ist, dann wird's schon scheiße. So. Diesen blöden Curse of the Blind, ne? Weiß ich jetzt nicht. HP-Upgrade? Na, immer ein gutes Item. Ja, wir haben Glück gehabt. Wir haben mächtig viel Glück gehabt. Wow. Wir bleiben die Schadenfälle. Achtung. Kohle. Da muss ich leider Nein sagen. So, Zacke-Zacke-Raum. Könnten wir rein, aber ist ein bisschen für mich zu gefährlich. Da haben wir nur noch zwei Herzchen und ich will ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Wir wollen ja nicht übertreiben hier. Mit der Spannung. Was? Aber da gehen wir rein jetzt. Oh, zum Glück geht's da unten nicht weiter. Ich mag die Räume nicht. Ich mag die Räume eh nicht. Sehr schön. Ich mag, wenn wir rote Tränen haben, die man schnell schießt. Das ist so eine unglaubliche Befriedigung in Isaac. Weg damit. Wow, das war knapp. So, was gibt's hier? Ich öffne es. Schade, kein Cricket Set. Kein Cricket Set, leider. Book of Belial setzen wir hier ein, klar. Machen wir den fertig. Und deinen Kollegen danach auch. Der soll ruhig kommen, hier. Der soll sein letztes Eis essen und dann kommen. Loki? Oh, du bist es. Oh, gibst du mir eine kleine Abkühlung mit Urin? Das wäre super. Ich mag das Wetter irgendwie sehr. Ich freue mich auch schon auf die Gamescom irgendwie. Ich mag dieses schwitzige Gefühl, Mann. Ist voll geil, Alter. Ja, ich glaube, das mögen nur richtige Männer, was? Ja. Oder eklige, stinkende Männer. Ist viel besser als irgendwie im Winter. Es sieht zwar schön aus, wenn man zu Hause ist oder so, aber im Winter, ich weiß nicht, Mann. Ekliger, matschiger Schnee. Machen wir uns nichts vor, als ob wir hier guten Schnee bekommen. Nee. Matschiger Schnee ist immer kalt, wenn du rausgehst. Du hast keinen Bock rauszugehen. Ja, okay, jetzt eigentlich auch.
Okay, 40 Grad ist schon ziemlich heiß, oder? Ist schon ziemlich heiß, Mann. Ach, ich weiß nicht. Wie steht ihr zu dem Thema Wetter? Hm? So mittleres Wetter ist immer gut, oder? Ja. Oh, das hätte ich gerne. Jetzt bräuchte ich nur Kohle. Ich sollte mal irgendwas in den Automaten spenden demnächst, ne? Danke, das hilft auf jeden Fall. Haben wir schon mal 11 Münzen. Oh, fuck. Das war nicht klug. Das ist nicht klug, Holly. Das ist nicht klug, Holly. Wie es aussieht, werden wir auch keinen weiteren Devil Deal machen können, wenn wir kein HP-Upgrade bekommen. So. Ich weiß genau, dass der Itemraum hier irgendwo ist. Ich weiß es genau. Ich könnte mir nichts vormachen. Ich wusste es, Baby. Mango Baby wird jetzt dem das Sister Baby mit nachmachen, ne? Genau. Es macht ja mal ein Baby nach. Oh, look at all this money. Oh, man. I want this money. Oh, man. Wir können die sprengen für Geld. Ja. Jawohl. Sehr schön. Da können wir uns das 1 plus 1 jetzt holen. Sehr schön. Das Humble Bundle, oder wie heißt das? Da, da, da. Man könnte auch mal anfangen, die Babys irgendwie als so richtig real zu zeichnen halt, ne? So als ausgewachsene Person, das Mongo-Baby und so. Würde bestimmt voll eklig aussehen. So, muss man aber dann auch verdammt gut zeichnen. So, das haben wir jetzt mitgenommen. Sehr schön. 13 Minuten Caves 2. Mal wieder so ein ekliger Raum. Da ist eine super Form, Vorsicht. Ich dachte, der stirbt, Mann. Ich dachte, der... Ich habe mir doch voll eine gegeben, Mann. Ich habe mir noch voll eine gegeben. War im Itemraum, im Shop ein Herzchen? Das weiß ich gerade nicht. Los, meine kleinen Mongo-Babys. Oder Sister Maggies. Magician. Nope, ich brauche... Alter, ich vergesse die Kartennamen immer, ne? The Hanged Man, richtig, um rüber zu fliegen. Für das Geld, ich brauche das Geld. Schön. Und erstmal machen wir den Boss, dann suchen wir mal die Geheimräume. Es ist Chubb, dich kenne ich doch. Chubby, mein Freund. Auf Wiedersehen, mein Freund. So. Sehr schön. Gibt ihr uns ein blaues Herzchen noch dazu? Sehr gut. Und? Fliegen können ist schon sehr geil. Ich nehme es mit. Sind wir wieder bei 2 Herzchen. Fliegen ist schon sehr geil. Jetzt können wir auch das Geld holen. Sehr schön. Scary. Und wir können durch Wände schießen. Alles sehr optimal auf jeden Fall. Sehr, sehr optimal auf jeden Fall. Nehmen wir auch mit. So. Den Item-Tracker wurde auch doch gewünscht, dass ich das hier einbauen soll. Okay, dann werde ich mal versuchen, im Let's Play auch einzubauen, den Item-Tracker, oder? Gut, wenn sich das gewünscht wurde. Ich dachte eher, das ist ein bisschen störend vielleicht im Let's Play. Aber gut, dann werden jetzt immer Items angezeigt und immer ganz kurz eingeblendet, was sie machen. So können wir es lernen. Da steht dann immer ganz klein, plus 0,3 Damage oder sowas. Oder plus 1, oder was es so grob macht. Sehr geil eigentlich. So kann man auch Items besser lernen, oder? Lass mal machen. Doch, gute Idee. Muss nur gucken, wo ich das reinquetsche. Damit es gut aussieht. So. Ich könnte es hier Cobalt Streak machen, aber Cobalt Streaks, Item-Dingsbums-Tracker bewegt sich auch noch, weil... Ich hätte gerne, also er hat sie an der Seite und dann bewegt sich das immer noch von oben nach unten, wenn ich zu viele Items habe, die über den Bildschirm hinausgehen. Meiner aber nicht, soweit ich weiß. Hat er sich auf jeden Fall nicht. Im Proberun. Leider. Vielleicht gibt es eine Einstellung, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Item-Tracker, nicht der von Cobaltus Trico. Ja, lass knacken. Ah, verdammt nochmal, was macht jetzt der andere und was macht der hier? Ich nehme mal den Black Lipstick mit. Ich glaube, der ist besser. Oder das andere ist besser, Mann? Ich glaube, der war sogar besser. Ich lese gleich mal nach. So, lass mal nachlesen. Komm, ich lese mal jetzt Items nach. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, was? So. Binding of Isaac. Nein. Ach, gibt es eigentlich neue Updates? A Room with a Few. Oh, guck mal, es gibt neue Räume. Ey, wie geil sind die denn? Und es gibt ein Rainbow Worm Update. Neues Trinket. Rainbow Worm. Du hast dann ständig andere Effekte. Wow. Und guck mal die Räume an, wie gefährlich die aussehen. Dafür muss ich ein Update mal machen demnächst. So nebenbei. Geht auf binding.isaac.com. Ich hab die Seite unten verlinkt. Binding.isaac.com. What? Bindingofisaac.com. Platinum Gott. Sehr schön. Das sieht geil aus. Gute Ideen. So. Der Lippenstift macht. Pass auf. Der Lippenstift macht increase the chance for black hearts to spawn.
Okay, und das andere macht? Wow, das ist ja voll der lange Text. When Demon's Tale is held, most future heart drop will reroll into something else with the chance to be rolled into a black heart. Ach so, andere rote Herzchen werden zu etwas anderem gererollt, wenn sie droppen zu Schlüsseln oder so. Das heißt, man bekommt weniger rote Herzchen. Heads spawned in super... In most will to become useless. Upon entering any room that already has hearts off the ground, they will able to convert into black hearts. Hearts that spawn after clearing a room, opening the chest for playing to... Pick. Ich nehme den Lippenstift mit. Das ist mir irgendwie viel zu unsicher, dieser blöde... Ich nehme den Lippenstift mit. Ich mag den Lippenstift. Das ist auch der Eve immer benutzt. Oh ja, das weiß ich. So. Oh mein Gott. So, hier können wir fliegen. Sonst wäre es ein bisschen eng wieder hier. So, was haben wir hier? Speed up. Ja, das ist das, was wir brauchen. So. Komm schon. Nur ein. Ja, das würde schon reichen. Na, komm schon. Ah, verdammt nochmal, Sackgasse. Okay, so. Dann hoffen wir jetzt mal auf ganz viele schwarze Herzchen, die wir bekommen werden. So. Nice, Kikowski. Ich hoffe immer noch, dass mehr Items reinkommen, die Shotspeed down machen. Das wäre cool. Das vermisse ich so ein bisschen. Mehr Items, die Shotspeed down machen. So. Oder Shotspeed Down Pillen. Ja, das fehlt noch. Die Bibel. Das heißt, wir bekommen jetzt einen Reiter als Boss. Oder sind wir schon? Ne, wir sind... ich dachte schon, wir sind Necropolis 2. Gut, der Boss Rush heute wieder. Nope. Der hat heute frei. Du hast Hitze frei. Du hast Hitze frei, Boss Rush. Kannst schon gehen, ja. Danke. Vielleicht bekommen wir hier Cancer oder sowas. Komm schon. Ich spiele nur bis 20. Okay, gut, leider nein. So, pass mal auf. Pass mal auf. Dann gehen wir jetzt mal den Shop suchen. Itemraum haben wir. Der Shop ist immer sehr, sehr weit weg. Das heißt, er könnte noch auftauchen. Hier, da ist er. Sehr schön. Voll in mich rein, ey. Du Idiot. Du bist ein Idiot, du. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Aufgehoben. Shop rein. Da wollte ich rein. Oh, jawoll. Da fehlen aber noch ein paar. Warte mal, nehme ich das auf jeden Fall mit. Und jetzt fehlen mir noch zwei Münzen, die ich bestimmt irgendwo bekomme. Komm schon. Komm schon, zwei Münzen. Hallo? Zwei Münzen auf der ganzen Ebene, bitte? Ich bitte dich. Komm schon. Junge, ich flippe aus, ne? Hör auf, mit meinen Nerven zu spielen. Danke. Und danke. Oh Gott. Gut, dann gehe ich halt nochmal zurück und untersuche die ganze Ebene hier. Wahrscheinlich werde ich gleich nach unten geportet. Dieser blöde Fluch, ne? Ist nichts bei der Hitze. Da kriegt man echt irgendwie so einen kleinen Nervenzusammenbruch, Mann. So. Okidoki, Lee. Und ein blaues Herzchen, sehr schön, dann müssen wir das schon mal nicht kaufen. Wir haben schon genug Kohle, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich will aber die Ebene weiterhin untersuchen. Vielleicht sind noch ein paar andere Geheimnisse für mich. Aua, wie zum Beispiel das Geheimnis des Verlierens. Danke. So. Puh, ich wusste gar nicht, dass dieses Trinket so viel unterschiedliche Sachen macht. Das wusste ich gar nicht. Dieses Tail da. Der Dämonenschwanz. Schwanz, habe ich gesagt. Gut, hier hatten wir alles. Lass uns dann mal abhauen. In den Shop und mal ein bisschen shoppen gehen. Yo. Ich mag den Run. Ich mag Judas sehr. Auf die andere Seite dann Judas nackt oder was? So wie Adam und Eva oder was? Adam. Dann hätten wir Judas und Eve. Hm. Ja, Eve passt ja schon fast dazu, hä? So, noch ein kleines Damage-Upgradechen. Wie viel macht es? Plus 1? Ich glaube, plus 1 war das, ne? Können wir jetzt mit dem Item-Tracker rausfinden, aber hey, hab ihn ja nicht. So, dank More Options müssen wir jetzt nicht unbedingt den Cube of Meat holen, nehmen, falls er droppt. Oder das Bandage-Teil. Sondern wir haben die freie Wahl und ich nehme das Damage-Upgrade.
Und Range up. Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich frage mich auch gerade, gehen wir vielleicht zu der Lamp und besiegen der Lamp? Da waren wir auch lange nicht mehr. Wir könnten uns ja mal zu der Lamp durchkämpfen. Bis der Judas Shadow. Oh, yes, baby. Bouncing Tears. Immer wieder eine Freude, das zu sehen. Immer wieder eine Freude. Und dank Range Up bleiben die auch sehr lange. Guck mal. Guck dir das mal an. Sehr geil. Ich hoffe, Range Up spielt da eine Rolle. Jetzt noch Kohle, weißt du? So. Okidoki. Damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Puh, ich muss immer ab und zu mal durchatmen, ey. Ich kann nicht die ganze Zeit reden, ey. Bei der Hitze. Scheiße. Und gleich schön verschwitzt unter der Cappy zum Friseur. Ja, schneiden Sie mal diese verschwitzten Würste. Und ich werde mich natürlich gleich waschen. Also, falls du der Friseur bist, ey, keine Sorge, ich wasche mich gleich. Ba, 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 ba. Nun weiß ich wieder nicht, was für eine Frisur. Ich will es auf jeden Fall wieder kürzer schneiden lassen, weil länger werden die ja eh. Ich an den Seiten sage ich kürzer, oben ein bisschen länger, sodass ich vielleicht, vielleicht was damit anstellen kann, was toll ist. So. Bouncy, bouncy, bouncy. Egal, wo du hinfliegst, Mann, die werden dich treffen. Das Gute ist einfach, dass eine Träne doppelt trifft. Deswegen müssen wir eigentlich so schießen. So. Bap, bap oder so. Bap, 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 bap. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Eng. Nein, da sage ich nicht ja zu. Wie man vielleicht bemerkt hat. Super Run. Ich liebe Bouncy Tears. Ah, es war nur Frage der Zeit, bis du auftauchst, was? Aber, ja. Tja, tut mir leid, das war deine Show. Hast du verkackt, Mann. Hättest du mich besiegt, hätten dich die Leute gefeiert, aber nein. Greedy. Deine Gier hat dich umgebracht. Deine Gier hat dich umgebracht. Oh. Was? So. Komm schon, ich will gerne zu The Lamb. Ich hoffe, das ist kein großer Fehler, aber da könnten wir auch mal hingehen. Müsst ihr nicht unbedingt immer in die Chest rein. Und hier ein bisschen sprengt, wird auch gut. Nice. Dann müssen wir gleich wieder zurück und die Ebene abchecken. Nach Geheimräumen. So viel Zeit muss sein. Sehr gut, hier ist eh eine Sackgasse, aber da oben geht's weiter. Yep. Oh. So, man kann jetzt auch mal sich erlauben, daneben zu schießen, weil man trifft ja eh irgendwie. Hey. So, da ist Geheimraum Nummer 1. Das heißt, der Boss ist nicht weit entfernt. Blub. Sehr schön. Der Lamp ist ja auch ein bisschen schwieriger und so. Und die gesamte Ebene ist ja auch etwas schwieriger. So, Itemraum waren wir. Ja, wo ist jetzt der Geheimraum, der andere? Ich will ihn wissen. Ich will ihn haben. Bouncy Tears und Zäumilch. Ich glaube, diese Kombo hatte ich selber noch gar nicht. Wäre aber mal interessant zu wissen, was die macht. Komm, da springen wir auch mal. Hup. Oder wie das so wirkt, ne? Bouncy Tears und dann auch noch Piercing Shots. Aber ich glaube, die Bouncy Tears sorgen dafür, dass es keine Piercing Shots mehr gibt. So. Einfach noch ein bisschen Money. Okay. Dann können wir jetzt mal kurz vernichten gehen. Oh, ich habe den Seed gar nicht aufgeschrieben. Oh. G. M. M. H. J. M. K. R. G. M. M. H. J. M. K. R. Nur Buchstaben, keine Zahlen diesmal. Crazy. Da müssen wir den Shampoos aufmachen. Los, Leute, wir haben das erste Mal ein Seed ohne Zahl. Wir sind bestimmt die Ersten. So. Das heißt, daraus kann man einen Satz machen. Gestern Mittag machte Holly jahrelang Musik. Gestern Mittag jahrelang Musik. Cool, richtig? Ja, cool mit K geschrieben. Das machen die coolen Kids. So, komm her, Mom. You will die, 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 die. You will die, 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 die. Sehr schön. Wir gehen jetzt runter. Das war unsere Entscheidung. Ja, nehmen wir mit. Bekommen wir jetzt so eine schöne Maske? Jawohl. Sieht schon geil aus, die Combo. Optisch. Optisch auf jeden Fall ein Yes, kriegst du von mir. Optisch auf jeden Fall ein Yes. Jetzt Womp XL. Oh. Jetzt kriegen wir keinen Devil Deal. Mann.
Ich hasse das. Und außerdem ist die Ebene jetzt mega riesig. Ich hoffe, wir gehen direkt den richtigen Weg. Das wäre aber auch ein Wunder, wenn wir jetzt den richtigen Weg gehen würden. Das wäre mehr als nur ein Wunder. Ein wundriges Wunder. So. Okidoki. Okay, Schmoky. So. Da ist nichts. Kampfraum. Nicht so verlockend. Vor allem kommen jetzt drei Wellen. Drei Bosswellen. Ist nicht so gut. Ah, das geht weiter. Wir haben keine Sackgasse schon mal. Das ist okay. Immer einen Shop. Einen Shop haben wir. Gut. Nee, ist ja kein, hier gibt es ja gar keinen Shop. Auf der Ebene. Das setze ich ja mal ein, aber wir behalten Book of Belial. Auch wenn Jump witzig ist, Mann. Bisschen hüpfen und so. Verlockend. Ich meine, wer kann schon der Hüpfburg widerstehen und so, hä? Keiner von euch. Keiner von euch. Lügt mich nicht an. So. Dann gehen wir mal da oben links hin, auch wenn der Boss wahrscheinlich da unten rechts ist. Es geht weiter, sehr schön. Jetzt der Song. Der Song. Nee, wie hieß die Serie da, wo man... Der Song. 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 Du hast den Song gezogen. Zonk? Klingt irgendwie voll komisch, das Wort jetzt. So. Ich gebe noch nicht auf und gehe jetzt diesen verrückten Weg lang. Yes, baby. Damage up. Immer wieder geil. Au. Aber wir haben nur den Raum schneller geklärt, so. Sieht gut aus bis jetzt. Hatten wir die schon? Lemon Party ist das. Und da ist der Boss. Yes, Mann! Zum Glück müssen wir hier nicht stundenlang rumsuchen. The Fallen. Bringt ja nichts, wenn ich hier den Devil einsetzen. Hat's gebracht, ne? Tentagramm, yeah! So, gleich darf ich nicht vergessen, Richtung Teufel zu gehen. Die Musik. Ist geil. Ja, die Musik ist echt fett. Nice. So, kein Devil Deal leider für uns. Und wir müssen runter, weil wir das negativ genommen haben. Satan, ich versohl dir deinen Hintern. So. Und ich hoffe, wir werden auf der Lamp-Ebene dann mit einer der roten Kisten in den Devil Deal reingeportet. Damit wir wenigstens dahin machen können. Vorausgesetzt, wir verlieren nicht all unser Leben. So. Nee, den Nagel kannst du behalten. Der ist stinkig und eklig. So. Guck mal, wir können fliegen und sind nicht Gappi. Auch ein Highlight. So. Okay, Doc, ich will auf jeden Fall die 100 erreichen. Die 100er Winstreaks, Mann. Das schaffen wir schon. Wenn wir es im Let's Play schaffen, glaubt mir das doch keiner, Mann. Das glaubt mir doch dann keiner. Denken alle, ich cheate oder sowas. Aber ich mache ja nichts. Ich zeige euch immer den Seed. Ich zeige euch den Speicherstand. Und ich spiele nicht irgendwie, wenn ich sterbe, lösche ich die Aufnahme und mache 11 Winstreaks nochmal hintereinander. Nee, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ich lüge euch echt nicht vor. Wenn wir sterben, sterben wir. Und wenn wir nicht sterben, dann habe ich nichts gemacht, ey. Das ist wie gesagt, ich konzentriere mich nur voll auf das Spiel, kann ich mir. Und es gibt keinen, der mich verunsichert oder so. Ich kann einfach einen Scheiß machen und im Nachhinein dann erstmal den... auf die Mütze kassieren, weißt du? So. Die Schlüssel brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viele Kisten bekommen. Sackgassen, Sackgassen, überall Sackgassen. Ja, Kohle wäre jetzt echt optimal. So. 99 Münzen. Money equals power, kann ruhig kommen. Und da ist der Boss. Let's do this shit. Irgendwie bekomme ich selten schwarze Herzchen. Einsetzen und eine Bombe legen. Super. Ich und das Timing. Perfekt. Auf Wiedersehen. So. Ich
Okay. Nice, erledigt. Die Musik ist auch schön. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Wir haben nicht so viel Leben. Also 6 Herzchen sind schon so nicht viel, muss ich schon sagen. Jetzt gucken wir mal, was wir in der Kiste bekommen. Das nehmen wir mit. Jetzt haben wir nur noch 5 Herzchen. Aber dafür Tears up und Damage up und sehr geil eigentlich. Sehr, sehr geil. Are you a wizard? Nicht sehr geil. Puberty. Amnesia. Gut, hatten wir davor schon Amnesia? Ich glaube schon, oder? Okay, aber durch Bouncy Tears ist es sogar noch geiler hier mit Are you a wizard. Guck mal, die fliegen einfach üb... Fuck. Ich dachte, den erwischen wir. Ich sollte mal aufhören, wie schockgelähmt da so rumzustehen und mal auszuweichen, ne? Und nicht immer die ganze Zeit denken. Komm schon, drop Kisten. Dropped Kisten, meine Süßen. Guck mal, zweimal der Tod. Das gibt's in der Chest nicht, Mann. Das ist schon gefährlicher hier unten. So. Wappa. Wow, da oben lebt noch einer. Heilige Scheiße. Danke, Gimpy, für das blaue Herzchen. Glück gehabt, was? Speed up. Yes. Dude, ist die Schüssel, I need. Danke, ist kein schwarzes Herzchen. Ist der, ich glaube, der lebt bestimmt alle. Deswegen funktioniert es nicht. Oh, fuck, ich habe nicht gesehen, wo die sind, weil sie unsichtbar waren, logischerweise. Geht's hier unten irgendwo weiter? Echt nicht? Eine Sackgasse oder was? Tatsächlich, gut. Gut, dann nach oben. Nach links. Ich versuche mir die Karte gerade ein bisschen bildlich vorzustellen. Wir haben auch keinen Polaroid-Effekt, das ist so ein kleiner Nachteil. Oh nein. Schuh, schuh, schuh. Nach rechts, ey. Scheiße, Mann. Oh Gott. Jetzt hier setze ich das ein, ja. Da muss man die jetzt schnell erledigen. Einen von denen schnell, 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 schnell. Ja, zum Glück haben wir so viel Damage. Komm doch rein hier ins Vergnügen. So, und jetzt das Buch aufladen. Unbedingt. Gegen The Lamp. So. Mein Gott, ich bin gerade ein bisschen am Schwitzen. Und ausnahmsweise liegt es nicht nur in der Hitze hier gerade. Sondern auch hier an unserer Situation. Wobei, eigentlich läuft's, Mann. Eigentlich läuft's. Guck mal, wir haben... Gemini, wollte ich sagen. Richtig, wir haben Gemini. Guckt euch das mal an. Den besten überhaupt, der carried uns jetzt hier durch. Fass, Gemini, fass. So. Alter, wir gehen... Scheiße, ey. Verdammt nochmal. D100. Nope. Das wäre jetzt viel zu riskant. Ich weiß nicht, was wir da bekommen. Wir können es am Ende, wenn ich The Lamp besiegt habe, machen wir mal und gucken, was wir bekommen hätten. Wir gucken mal, was wir bekommen hätten. Das machen wir auf jeden Fall. Aber das jetzt gerade, nah. Zu riskantomatico. Wenn wir den Boss jetzt überhaupt mal finden. So. Autsch. Nice. Okay, let's go. Der Lamp! Der ist gefährlich. Aber auch geil. Ja, guck mal, wie gefährlich der ist, Mann. Krass, oder? Schon geil gemacht. Erledigt. Gut, dann lass uns mal kurz den D100 holen und gucken, womit wir gekämpft hätten.
Und ob das der... Ob es das Ende wäre. Guck mal, der Lamp, das Licht ist auf der Ebene aus. Ist es absichtlich so? Okay, und wir bekommen... Kiste gespawnt. Mom's Knife. Yo, mit IPEC-Hack oder was? Nee, mit Sensen, aber Death Touch und Pillen. Und Gish. Und ein Laser. Piau, 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 piau. Ich wollte mal einmal ganz kurz kämpfen. Yo, und wir bekommen, wir hatten die ganzen Spinnen. Ah, wir spawnen auch Spinnen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, selbst der Laser macht ja schon so viel Damage. Okay, sehr gut. Freunde, das war's mit Winstreak Nummer 12 sind wir schon. Wow. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag im Pool, sonst wo. Könnt mir gerne schreiben, was ihr macht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holly.